Ja, hallo, da bin ich auch wieder. Und wir müssen zum Hexenhügel, aber erst muss ich meine Leiche in Sicherheit bringen, dass sie mir nicht wegfault. Ich bin gespannt. Aber es ist doch so, es ist voll dunkel. Ich sehe kaum was. Ach Mann. Ich habe keinen Platz mehr, Leute. Ach, warte, da nehme ich den. Die anderen sind ja hier auf der Kühlpritsche. Oh, der sieht super aus. Guck mal, ich muss nur das richtige Teil rausnehmen. Platz habe ich? Ja. Fangen wir wie immer an mit dem Gehirn. Das Gehirn. Ah, perfekt. Schau mal, perfekt. Perfekt. So, einmal habe ich. Sehr schön. Ich glaube, den kann ich komplett zerfleddern. Ich glaube, auf den, bei dem kommen wir nie mal auf den grünen Zweig hier. Ich weiß nicht. Sowas möchte ich eigentlich nicht untergraben, ehrlich gesagt. Ich meine, der ist jetzt zwar wieder positiv, aber... Wegen einem positiven Popel? Nö, das mache ich nicht. Da verschwende ich ja irgendwie voll was. Nee, das muss nicht sein. Der wird wieder auseinandergefriemelt. Und dann warte ich, bis es hell ist. Und dann schau mal, was der von uns will. Weil ich sehe hier kaum was. Weil so ein bisschen Licht hier reinscheint. Und ist leider nicht so optimal. So, wo ist er, der Gute? Nehmen wir mal mit. Den graben wir gleich ohne. Und dann haben wir wieder Platz. Dass das gute Eselchen uns jemand vorbeibringt. So, und hier warte ich am besten. Ich hätte da gerne so eine ganz große Statue oder so eine halbgroße Statue. Oder was haben wir denn sonst? Ach ja, komm, scheiß doch drauf. Nehmen wir das. So, hier. Wird wahrscheinlich nicht reichen, war klar. Ach, das machen wir dann wann anders. Der ist ja jetzt hier in Arbeit. Das geht schon. Den anderen, ich glaube, wir haben sogar noch einen freien Platz, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, sehr schön. Bitte einmal hinlegen. So. Dann haben wir hier wieder Plätzchen. Ein bisschen. So, der ist immer noch fleißig. So. Einmal alles ablegen. Und aussortieren. Ah, jetzt habe ich den Knochen vergessen. Hier. La la la, da 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 da. Oh, ich bin auch aufgeregt jetzt. Ich bin gespannt, was da jetzt kommt. Ein Vampirjäger, Alter. Ein Vampirjäger. Vor allem ein Vampirjäger. Hier gibt es keine Vampire. Hier gibt es eigentlich nur Zombies. Aber keine Vampire. Oh, guck mal, es ist sogar hell jetzt wieder. Alter, haben wir jetzt lange gebraucht. Ja, ein bisschen Energie brauche ich. Und speichern brauche ich auch. So, noch ist es hell, dann gehen wir mal hin, ne? Schauen wir mal, was der Gute will. Oh, hier kann ich auch bald wieder... Oh nein, ich kann hier schon wieder... Ich will trotzdem erst dahin. Ich will erst gucken. Ach, hi, du bringst auch schon wieder was Neues. Dankeschön. So. War das hier? Ah, da ist er, da ist er. Hallo. Endlich hast du ein Holzbrett mitgebracht. Ernsthaft? Warum hätte ich das tun sollen? Weil ich dir das gesagt habe.
Nein, hast du nicht. Okay, auch egal. Hol einfach eins. Ein Holzbrett. Ein Holzbrett. Ja, ja, ist ja gut. Och, das ist doch scheiße, jetzt wird's dunkel. Ach Mann, naja gut, wir haben doch ein bisschen noch Energie weg. Da kann ich auch schnell mal hier wieder die Sachen in Auftrag geben. So. Ein Holzbrett. Ein richtiges Holzbrett. So eine Holzplanke oder was? Habe ich da noch eins zufällig irgendwo rumfliegen? Ja. Ich nehme auch mal so eins mit und so eins. Ich weiß jetzt nicht, was er als Brett sieht. Ist das doof? Jetzt muss man extra wieder zurück und jetzt wird es natürlich dunkel. Ach shit, und jetzt liegt natürlich die Leiche da. Mist. Naja, was soll's. Da kümmere ich mich, es ist jetzt zwar dunkel, aber da kümmere ich mich jetzt erstmal schön um die Leichen. Und dann kann ich nochmal pennen gehen, bis es dann eventuell hell ist oder so. Von daher, das passt schon. Das kriege ich mir schon hin. So, Schnuffki, wie siehst du aus? Oh, ein 3. So, dann beginnen wir wie üblich, ne? Ja, perfekt. Sehr schön. Perfecto mundo. So, einmal fertig. So, Gehirn haben wir jetzt. Nehmen wir das Herz. Ja, siehst du, passt auch. Sehr schön, so muss das sein. So, zack. Und was haben wir hier? So, jetzt nehmen wir mal wieder das Gedärm raus. Ja, siehst du, super. Besser kann es auch gar nicht laufen gerade. Und dann bin ich auch müde und dann kann ich auch schlafen gehen. Sehr schön. So. Vielen Dank. Und gute Nacht. Wenigstens ein Stückchen, dass es noch ein bisschen heller ist halt. Ja, du bist fertig. Oh, bitte lass, dass genug Zwiebeln da sind. Bitte, bitte lass, dass genug Zwiebeln da sind. Oh Gott sei Dank, es sind noch genug Zwiebeln. Yay. So. Und wieder Karlotten. So, jetzt schlafen wir noch ein Stündchen. So, und dann geht's jetzt aber hin, du. So, das reicht. Oh Mann, ich will wissen, was das ist. So, habe ich die Holzdinger dabei? Jawohl. So. Oh nein, ausgerechnet heute, wo wir wieder da hoch müssten. Ich hoffe, das dauert nicht so lange. So, bitte, ich habe deinen Holzblock dabei. Hier, ach, guck, ja, das war so eins. So, bitteschön. Gut, alles ist bereit. Du hast Glück, dass er noch nicht hier ist. Warten wir einfach. Wie lange müssen wir noch warten? Nur noch ein bisschen. Bist du sicher, dass er noch kommt? Ja, wir müssen nur geduldig sein. Kein Mensch verbringt so viel Zeit in einem Bordell. Ja, offenbar schon, ne? Dann ist er da vielleicht gar nicht. Und schon wieder ein Tag. Ich bin müde und ich habe Hunger. Alles steht auf dem Spiel. Bleib einfach ruhig. Und nächster Tag. Alter, wie lange sitzt sie schon da? 4 Tage? Er kommt. Mach dich bereit. Wir haben nur diese eine Chance. Alter, Geralt. Ich liebe Nebenaufgaben. Einfach schnell und raus. Alter. Was ist das denn? Da
Das war ja einfach berühmter Jäger. Ha! Unbesiegter Krieger. Ha! Wie nett von ihm, dass er sein Medaillon mitgebracht hat. Jetzt können wir auch den tiefsten Teil des Kerkers erforschen. Hä? So weit war ich noch gar nicht. Und was jetzt? Beseitigen wir die Leiche und räumen den Weg frei. Volksbanken, Raiffeisenbanken. Triff mich am Kerkereingang. Ich habe eine letzte Aufgabe für dich. Wir sind ein super Team. Da kam einfach mal Geralt entlang geritten. Alter, what the fuck, ey. Und haben sogar das Medaillon, weißt du? Und er sagt auch noch, ja, ich liebe Nebenaufgaben. Schnell rein und raus. Also, sorry, ne? Und dann war er auch noch vorher die ganze Zeit im Bordell gewesen. Das ist doch Geralt, ey. Aber das ist sowas von Geralt. What the fuck, ey. Und auch noch mit Plötze. Wie geil. Wie geil ist das denn? Voll der Wink, Alter. Oh, wir kriegen sogar eine Leiche. Wie cool. Jägermedaillon. Alter, wie gut das einfach ist. Ich feier das so. Ich feier das gerade so. Wie geil ist das denn? Da kommt einfach mal Geralt drüber geritten. Ja, für diejenigen, die Geralt nicht kennen, man nennt ihn Geralt von Riva. Das ist von The Witcher, wo ich ja den ersten Teil Let's Played habe, den zweiten Teil angefangen habe, den ich aber aktuell nicht weiterspielen kann, weil da noch ein Bug so ein bisschen Probleme macht. Und ja, also hier optisch und beschreibungstechnisch und was er gemacht hat und was er gesagt hat, es passt. Und dann noch dieses Medaillon, weißt du, fehlt nur noch, dass da so ein Wolfkopf drauf ist. Einfach. Ja, wie geil ist das denn, ey? So, guck mal. Alter. What the fuck? Wie sieht das denn aus? Alter, das sind 7 rote Köpfe. Den krieg ich nie im Leben gereinigt. Nie im Leben. Selbst wenn ich das, den Volltreffer erwische, der 4 rote Schädel entfernt, selbst dann bleibt ein Schädel am Ende übrig. Also untergegraben krieg ich den definitiv nicht. Ich werde den zerfleddern und werde den dann verbrennen einfach. Oh Gott, ey. Oh, by the way, vielleicht schaffe ich es noch. Ja, oh, Gott sei Dank. Dankeschön. Puh. Gut, ich feiere das immer noch. Und wir haben immer noch den gleichen Tag. Also es sind 4 Tage um gewesen. Normalerweise hätte es ein anderer Tag sein müssen, wenn man dem Spiel die Realität dazu gegeben hätte. Aber ich finde es gut, dass sie es nicht gemacht haben. Alter, ich bin gerade voll geflasht, ey, ganz ehrlich. Ich bin so geflasht gerade. Wie gut das einfach war, ohne Scheiß. Ich hätte ganz gerne das direkt. Da fehlt nicht mehr viel. Aber wie gut war das denn? Wie gut war das einfach? Alter, da hätte ich nie mit gerechnet. Ich hätte gedacht, ja, da kommt halt irgendein Typ vorbeigelaufen, der wird dann umgenockt und fertig. Aber dass da einfach mal Geralt um die Ecke kommt, das ist so gut. Da kommt einfach mal der Plötze mit seinem Reiter um die Ecke gefriemelt. Ich komme darauf gerade irgendwie nicht klar, ne? Ich glaube, das merkt man auch. So, was kriege ich wieder an Knete? Ja, 50 Silber immerhin. Ah, wir haben 7 Gold. Es wird langsam, Betonung auf tatsächlich langsam, aber es wird. Und ich freue mich. Bald kommen wir endlich weiter mit dem ganzen Gedönse hier. Steht der Gute eigentlich jetzt unten? Dass wir den nochmal anlabern können, jetzt wo es weitergeht? Oder muss ich jetzt wieder warten, bis sein Tag da ist? Ich vermute mal, ich muss wieder warten, bis grün ist. Ja, ich muss wieder warten, bis grün ist. Macht aber ja nichts. Macht aber ja nichts, weil wir sind es ja eigentlich gewohnt. Ich hab tatsächlich die ganze Zeit echt so ein fettes Grinsen einfach im Gesicht. Oh ja, Moment. Ich wollte da unten ja noch das Zeug abgeben. Die ganze Zeit echt so ein fettes Grinsen im Gesicht.
das, das und das. Das kommt hier lang. Aber alle, die tatsächlich The Witcher kennen und alle, die Geralt kennen, das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Es ist einfach so. Das ist unglaublich. Also ich habe in dem Spiel ja echt mit vielem gerechnet und ich habe mich richtig in das Spiel verknallt, auch wenn es teilweise echt mega kompliziert und ja, doch so ein bisschen mies einfach gehalten ist, auch von der Zeit her. Aber im Grunde, es ist einfach so geil. Es ist so unfassbar geil einfach. Ich habe da keine Worte für. Ich habe da ohne Scheiß keine Worte für. Ich finde das einfach nur gut, ey. Diese kleinen Easter Eggs einfach. Es ist fucking geil einfach. Kann ich denn vielleicht für die blauen Popel was erforschen? Ich glaube nicht. Oh, aber das habe ich noch gar nicht. Was? Da muss ich das mal unten lassen. Das habe ich aber. Sehr gut. Was für ein geiles Easter Egg. Ich weiß gar nicht, ob es da noch weitere gab schon. Weiß ich gar nicht mehr, weil das seit ich das angefangen habe, ist doch schon ein Weilchen her. Ich nehme mal ein bisschen Wein mit zum Verkaufen. Nö, hier war das gar nicht. Ach Mann, ey. So, dann schauen wir mal, ob wir was kriegen. Mal den Wein verkaufen und das andere. Wir können übrigens auch noch das Weizen vor allem. Wir können auch noch den Weizen verkaufen, den wir geerntet haben. Nö. Ach ja, genau. Ich wollte ja da hoch. Ach Mann. So, Schnuffki. So, da hast du einmal Wein. Bitteschön. Und einmal... Ah, 26 Silber. Yeah. So, da würde ich sagen, schauen wir noch mal nach dem Weizen. Dass wir den vielleicht noch verkaufen. Trippel, 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 trippel. Und dann machen wir vielleicht noch eine Predigt, dass wir das heute nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, war es das dann auch jetzt endlich mal für die Aufnahme. Die geht jetzt irgendwie schon eine ganze Weile. Das ist schon, ich hatte letzte Woche schon 8 Folgen. Ich hätte heute eigentlich nur 6 Folgen aufnehmen müssen. Jetzt sind es 9. Auch nicht schlecht. Oh, by the way, ich könnte eigentlich unten gleich ein paar Dinge mitnehmen. Das nehmen wir mit. Oh, ich habe einen Zwiebelsamen bekommen. Ja, danke schön. Was haben wir hier? Oh, hier haben wir noch mehr Weizen. Ah, nee, Quatsch, das war mein... ich bin so doof. Oh, jede Menge Karotten. Da freut sich unser Eselchen. Und meine Nase juckt. Oh, oh Gott, Hilfe. Oh Mann, meine Nase. Das nervt. Hör auf. Nase, mach mich nicht narrisch. Nase, mach mich nicht narrisch. So, dann schauen wir mal. Können wir hier noch... So, brauchen wir aber wieder Nägelchen, sehe ich gerade. Flupp. Da. Ah. Ist das gerade leise hier? Was denn los? Oh, huch. Alter, habt ihr gesehen, wie viel das gerade aufgefüllt hat? Ah, das hat bestimmt durch den Braumeister hat das bestimmt so viel aufgefüllt. Cool, guck mal. Alter, geil. Oh, ist das cool. Genau, ich wollte ja noch Weizensamen kaufen. Ich weiß gar nicht, kann ich eigentlich auch den Salat und das verkaufen? Ich könnte eventuell mal eine Portion Salat vielleicht mit anbauen. Vielleicht kann ich ja Salat verkaufen.
Ich weiß, ich habe noch Salat unten im Keller. Ich war jetzt aber gerade zu faul, das rauszuholen. So, mein lieber guter Mann. Wie viel kriege ich denn heute? 8. Und für das auch 8. Ja gut, aber ich glaube, ich kriege tatsächlich mehr raus. So, bitteschön. Ist nicht viel, aber immerhin. Oh. Oh, was? Ach, cool. Nehme ich doch mal mit. Alter, ist das teuer. Nehme ich doch mal mit. Hopfen. Habe ich wieder was Neues zum Anbauen. Ach, da kann ich dann wahrscheinlich das Bier draus machen. So, hallo, Schnuffkies da unten. Na, was geht? Was wollte ich? Ach ja, Salat, genau. Wie viel habe ich gebraucht? Ich weiß es gerade leider nicht. Weizen, Karotten, Kohl. Ich weiß es leider nicht. Wie viel? Ich glaube, 34 waren das, ne? Das heißt, ich muss morgen noch mal rüber. Und muss morgen noch mal eine Fuhre kaufen. So, dann schauen wir mal, ob man den Hopfen anbauen kann. Und er ist ja so schnell. Ach, kann ich eigentlich gleich mal hier schauen? Na. Hier geht kein Hopfen. Geht das hier? Hä? Brauche ich so ein Stabdingens? Kann ich dieses Ding wieder entfernen? Blub. Wieso geht das nicht? Das kapiere ich jetzt nicht. So, ah, 24, nicht 34, sondern 24. Gut, dann bauen wir eine Fuhre Kohle an, schauen, ob wir die dann beim nächsten Mal mitverkaufen können. Und dann muss ich erst mal gucken, wie ich die Hopfensamen anbauen kann. Das check ich nicht. Oh, oder warte mal, muss ich die oben beim Wein vielleicht anbauen? Muss ich die vielleicht beim Wein anbauen? Weil bei dem Wein oben ist ja auch Alkohol und der Hopfen wird ja zu Bier, ist also auch Alkohol. Vielleicht muss ich den auf dem Weinberg oben, auf dem Anführungsstrichen Alkoholberg anbauen. Also ich denke mal, diese kleinen Dinger brauche ich da jetzt nicht mehr. Ich mache das jetzt mal so und so. Nö, auch nicht. Oder brauche ich dafür vielleicht keine Stäbe? Ich probiere das mal. Oh nein. Weißt du, was das dann heißt, wenn ich diese ganzen Stäbe wieder weghauen muss? Oh, das geht aber schneller hier. Das geht aber viel schneller hier. So, Gott sei Dank, ey. Ich kann nur ein Ranggerüst bauen. Och nö, oh, ich bin so doof. Och, ich bin so doof. Kein Wunder, dass das nicht geht. Ich habe Hopfen. Ich habe keine Hopfensamen. Ich habe Hopfen. Oh. Oh, Scheiße. Kein Wunder, dass das so günstig war.
Ach Mist. Was für ein Fail, Alter. Naja, gut, was soll's. Ich lasse das jetzt einfach mal so, wie es ist. Ich setze da jetzt mal ein normales Feld hin, dass ich da rumprobieren kann. Ach nee, Quatsch, kann ich ja gar nicht. Ich kann ja gar nicht rumprobieren. Da kann ich da oben auch nochmal die Träubchen hinsetzen. Oh, ich bin so doof. Ich bin so doof. Und ich muss unbedingt Dünger machen. Halt, Moment. Ich muss unbedingt wieder Dünger herstellen. Ne. Oh. Kann sogar wieder eins. Oh, sogar zwei. Geil. Sehr schön. So muss das sein. So muss das sein. So, und hier setzen wir wieder die anderen hin. Die irgendwie überhaupt nichts mehr zurückkriegen, komischerweise. So. Das nehmen wir mit. Ach, da kann ich da unten ja auch gerade wieder... Ach nee, brauche ich ja wieder Stöcke. Ach, so ein Scheiß. Oh, wie peinlich. So, da sortiere ich jetzt nochmal eben aus, setze den Wein nochmal auf und dann ist Feierabend. Oh Mann. Der schöne Hopfen, mein schönes Geld. Und ich kann da noch nicht mal eine Fuhre Bier draus machen. Oh, Quatsch. Ich kann da noch nicht mal eine Fuhre Bier draus machen. Wie blöd. Oh, das ist echt ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Mein schönes Geld. Ich weine. Ich setze mich in eine Ecke und weine leise vor mich her. Ich glaube, ich muss noch ein paar Fässer aufstellen. Huch. War das jetzt richtig? Nö. Jetzt so. So. Was habe ich noch einstecken? Ach ja, das Grünzeug, das komische. Ah, ja, stimmt. Da müsste ich auch noch mal... ein paar Komposthaufen wieder einstellen, aufstellen da drüben. Beet mit Stäben, Komposthaufen. So. Und da oben nehme ich das dann immer zum Nachpflanzen, wenn was ist. Und hier mache ich die Komposthaufen hin. Auch wenn ich so viele Komposthaufen wahrscheinlich gar nicht brauche. Ach ja, im Übrigen ist euch mal aufgefallen, wie lange das braucht, bis das hier abgebaut ist und wie schnell das oben abgebaut ist. Das ist doch zum Kotzen, ist das. Das kostet voll viel Energie. Passt du? Nö. Gut, dann erst so. Und dann machen wir das jetzt noch schnell fertig. Tut mir leid, ich habe mega Überlänge gerade. Vielleicht macht es sogar Sinn, auf 30 Minuten hochzugehen. Wenn ich bedenke, wie lang man hier wahrscheinlich noch braucht. Hier. So. Dann haben wir hier den Gang zwischendrin. Aber das geht Gott sei Dank schnell. Und ich glaube tatsächlich, ich baue schon mal ein paar Zwiebeln an. Ein paar silberne Zwiebeln. Damit ich hier... Die nächsten, also Zwiebeln, weil bei den... Oh, bei den Zwiebeln hat man nämlich auch bei den silbernen, wenn man die hier gut anbaut, dass man hier nämlich auch Ding kriegt. Ach Mist, jetzt habe ich das Falsche genommen. Ach shit.
Kann ich das nochmal... Ah, sehr schön, danke. Oh, ich kann das wieder zurücksetzen, dankeschön. Super. Oh, das finde ich gut. Ich weiß gar nicht, ob das schon immer möglich war. So. So, ihr Zwiebeln. Oh, ich habe nur noch drei... Oh Gott, ich muss Dünger machen. Na gut, mehr hätte ich auch gar nicht anbauen können. Von daher passt das schon. So, dann hauen wir jetzt noch das Holz weg. Das lassen wir alles wachsen. Und jetzt ruckelt das gerade wieder so ein bisschen. So, wir haben fertig. Yay. So, das war's jetzt aber für diese Aufnahme endlich. Nach einer halben Stunde, ey, ich habe voll Überlänge. Ich wollte eigentlich noch Ding aufnehmen. Ich wollte eigentlich noch Harvest Moon aufnehmen jetzt, aber wir haben schon gleich 10 nach 2. Ich nehme irgendwie schon seit, keine Ahnung, 5 Stunden auf. Und, scheiße, ich wollte eigentlich um 3 fertig sein mit allem. Ja, das kann jetzt knicken. Ich glaube, ich nehme dann das Harvest Moon morgen auf oder später. Oder heute Abend vielleicht, wenn mal wieder alle am Pennen sind. Und, ja, bis dato würde ich sagen, wünsche ich euch was. Und, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Ne? Also, tschüss!